Ja, wunderbar. Ja, wir, nachdem wir letzte Woche ja ein bisschen mal Ausblick gemacht haben, die aktuellen Entwicklungen uns angeschaut haben in Richtung Industrie 4.0, sind wir heute dabei, das Ganze jetzt mal von der anderen Seite aus zu betrachten, nicht der aktuellsten und zukunftsweisenden Entwicklungen, sondern der ganz konventionellen Lagerverwaltung, des ganz konventionellen Warehouse-Managements. Das Erste, womit man sich beschäftigt, wenn man sich mit Warehouse-Management beschäftigt, sind die Lagerkennzahlen, Lagerdaten. Und hier unterscheiden wir zunächst einmal die logistischen Kennzahlen. Das sind aggregierte Daten, die also auf Basis statistischer oder auch anderer Berechnungsverfahren eben ermittelt werden und die uns eine Aussage dazu geben, wie zum Beispiel unser Warehouse-Management-System funktioniert, wie unser Lager funktioniert, welche Leistungskennzahlen es zum Beispiel gibt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Basisdaten und da sind ganz besonders eben auch die Stammdaten nochmal zu nennen, mit denen wir uns jetzt eben auch beschäftigen werden. Und daneben natürlich die Bestandsdaten und die Bewegungsdaten. Gehen wir dann mal einzeln durch. Stammdaten, das ist so die grundlegendste Kategorie von Daten, die wir im Warehouse-Management überhaupt haben. Stammdaten sind statistische über einen längeren Zeitraum unveränderte Daten, wie der Name es ja auch schon suggeriert. Die werden von einem Lagerverwaltungssystem verwaltet oder vom Warehouse-Management-System verwaltet. Enthalten Informationen über grundlegende Eigenschaften eines Objektes, also zum Beispiel eines Artikels. Der wichtigste Stamm, das wichtigste Stammdatum ist der Artikelstamm, wo also die Informationen enthalten sind über die grundlegenden Eigenschaften der Artikel. Die Stammdaten sind im Allgemeinen unveränderlich oder sagen wir mal während des laufenden Betriebes werden sie im Allgemeinen nicht geändert, sondern sind eben einem Objekt oder einem Artikel beim Artikelstamm fest zugeordnet. Die Stammdaten sind in jedem Fall mal unabhängig vom aktuellen Bestand bzw. auch vom Zustand des Verwaltungsobjektes. Also ein Artikel bleibt eben ein Artikel, auch dann, wenn er verpackt ist, auch wenn sich dadurch eben eine neue, nämlich eine Verpackungseinheit zum Beispiel bildet. Aber die zugehörigen Stammdaten bleiben erhalten. Sie sehen darunter die Liste der wichtigsten Stammdaten und dann eben auch gleich als allererstes der Artikelstamm. Dann gibt es daneben, und wir werden uns das gleich nochmal ein Beispiel anschauen, gibt es den Ladehilfsmittelstamm, ein etwas kompliziertes Wort. Was ist damit gemeint? Damit sind die Paletten, Behälter und dergleichen gemeint, die Ladehilfsmittel eben. Dann der Lagerplatzstamm. Was ist damit gemeint? Nun, das sind die Daten, die sich eben auf die einzelnen Lagerplätze und deren Aggregation, also zu Lager, zu Lägern oder Lagerbereichen eben zusammenfassen lassen. Dann der Arbeitsmittelstamm, was sind Arbeitsmittel? Nun, das sind zum Beispiel Stapler oder derartige Arbeitsmittel, Etikettiermaschinen, was weiß ich nicht was. Da kann man sich vorstellen, eben alle die Hilfsmittel, die zur Arbeit den Mitarbeitern und Mitarbeitern mitgegeben werden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter selber sind im Mitarbeiterstamm wiederum hinterlegt. Dort hat man dann eben auch Teile der Personalstammdaten. Das allerletzte, was hier aufgeführt ist, der Kundenstamm. Der ist für unser Warehouse-Management, was häufig überrascht, aber eigentlich gar nicht von Belang. Das ist der Kundenstamm, der zählt eben zu anderen Einkauf-, Verkaufsplattformen zum Beispiel, wo entsprechende Kundenstammdaten gebraucht werden. Gleichwohl ist es aber häufiger so, dass Kundenstammdaten auch im Warehouse-Management-System gespiegelt werden, um zum Beispiel Adressetiketten oder dergleichen mit entsprechenden Adressen, die aus dem Kundenstamm herausgelesen werden, dann zu versehen. Meistens jedoch sind alle kundenrelevanten Daten Bestandteil entsprechender Informationen und werden als Stammdatum eben nicht im Warehouse-Management-System verwaltet. Ja, hier haben wir ein Beispiel aus der Praxis. Das ist eine wirklich real existierende Artikelstammdatei bzw. deren
wichtigsten Einträge, die wir hier sehen. So sieht so etwas eben wirklich in der Praxis aus, und Sie sehen als allererstes und oberstes und damit auch mit der höchsten Priorität versehen, könnte man sagen, steht dort die Artikelnummer. Artikelnummer und Artikelbezeichnung, das geht mehr Hand in Hand. Rein numerische Artikelnummern werden immer weniger verwendet. Das ist noch aus früherer Zeit, hat man versucht, möglichst immer Integerzahlen hier zu verwenden als Artikelnummern, also ganze Zahlen zu verwenden, weil man sie als Primärindex in dem Datenbanksystem eben besonders schnell suchen, sortieren kann und so weiter. Das ist heute spielt heute keine Rolle mehr bei den Datenbanksystemen. Schon seit vielen Jahren sind alphanumerische Artikelnummern genauso schnell als Primärindex eben zu verwenden wie rein numerische Werte. Das ist nur eine Randbemerkung. Die Artikelnummer selber ist natürlich in der Primärindex, das heißt, das ist der Index, nach dem die Artikel primär sortiert werden. Auch da ist es so, dass wir heute oder Hersteller und dergleichen auch unterschiedliche Kriterien nutzen können, nach denen dann sehr schnell gesucht werden kann. Hier sind die Datenbanksysteme sehr schnell geworden, was auch damit zusammenhängt, dass die Software verbessert ist, aber eben auch wir heute zunehmend von In-Memory-Datenbanken sprechen, die eben in der Lage sind, sogar Volltextsuchen in solchen Artikelstammsätzen durchzuführen in sehr kurzer Zeit. Sollte aber natürlich normalerweise vermieden werden, da wir zumindest im laufenden Prozess die Datenbank damit unnötig belasten. Also man sollte immer schauen, dass man möglichst indizierte Dateien hat, die dann eben nach einem Primärindex sortiert vorliegen und damit schnelles Suchen, wenn dann auch in mehreren Dimensionen, aber ermöglichen. Hier jetzt der allereinfachste Fall, nur eindimensional Artikelnummer als Primärindex, der Klassiker sozusagen. Ja, dann haben wir die Artikelbezeichnung. Das ist eben der Name des Artikels sozusagen, unter dem wir wiederfinden. Dann eine Bezeichnung Mandant. Kennt das jemand? Kann jemand sagen, was ein Mandant ist? Nun, wir haben manchmal in den Lägern, oder sehr häufig in den Lägern, insbesondere in Speditionslägern, haben wir unterschiedliche Inhaber der Ware, unterschiedliche Mandanten, für die wir die Ware lagern und konditionieren, verpacken, logistisch bearbeiten. Und das sind unsere Mandanten. Den Mandanten zugeordnet sind dann eben auch häufig entsprechende Inventurfunktionen. Und es kann eben durchaus vorkommen, dass wir zwei, drei, vier Mandanten eben auch in einem Lager oder an einem Lagerort sogar zu verwalten haben, was für ein Speditionslager nun eben ganz typisch wäre. Das ist also der Mandant. Man spricht auch vom Multimandantenlager, wenn man eben für mehrere Mandanten Artikel, Ware vorliegen hat in einem Lager. Dann Chargennummer, Sie sehen dahinter steht schon mal, es gibt Muss- und Kann-Kriterien, also es gibt Dinge, die also zwingend zu einem Artikelstamm dazugehören, das ist zum Beispiel eben die Artikelnummer und das ist auch der Mandant, auch wenn es eben nur einer ist. Aber Chargennummern, die Verfolgung von Chargen, nicht nur im Lebensmittelbereich, spielt das eine immer größere Rolle. Und wir haben ja immer mehr Verordnungen, aber gerade auch im Lebensmittelbereich, die Verordnung 178/2002 der EU schreibt zwingend vor, dass eben viele Dinge über die Lebensmittel, die man im Verkehr bringt, also indem man sie zum Beispiel im Laden aufstellt, wissen muss und dass die Chargennummer ist dann noch das Allereinfachste. Hier sprechen wir bei Lebensmitteln tatsächlich von wirklich einer ganzen Historie. Nicht? Also wenn Sie ein Schnitzel im Verkehr bringen, dann müssen Sie heute sagen können, wer das Tier zerlegt hat. Sie müssen sagen können, welches Tier es ursprünglich war. Sie müssen sagen können, dass das Tier ein Medikament vielleicht mal bekommen hat, was es gefressen hat.
Wir müssen die Verpackung des Schnitzels zuordnen können und. Da sind viele Informationen, die heute ganz wesentlich mit zur Verwaltung solcher Daten und damit auch im Jahresmanagementsystem mitverwaltet werden müssen. Jetzt springe ich gleich nochmal auf einer Folie, die ich das letzte Mal übersprungen habe, nämlich ein Beispiel, was das heißt für die gute Wagner-Pizza. Und zwar ist das hier mal nur ein Beispiel, um mir nochmal so zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob ich die Folie schon an einer anderen Vorlesung gezeigt habe, aber sie passt jetzt hier gerade sehr gut. Und zwar ist das hier eine Untersuchung, die gemacht worden ist im Jahr 2013 von der Zeitschrift Die Zeit von zwei Journalisten. Wir sind einmal hingegangen und haben eben diese Nummer hier eingegeben. Das ist so die Chargennummer, die oben grau bezeichnet, grau hinterlegt ist. Nehmen wir mal an, es wäre eine Artikelnummer, die dahinter liegt. Und Sie sehen eben, was man alles an Informationen über diese Pizza, und es handelt sich hier tatsächlich um die Wagner Salami-Pizza, die Sie als Studierende wahrscheinlich gut kennen, wenn man sie für wenig Geld abends erwerben und warm machen kann. Diese Pizza, was kann man eben an Informationen eben über diese Pizza herausfinden, indem man nur das Internet nutzt? Also da sind jetzt nicht irgendwelche speziellen Datenbanksysteme, die in etwa uns nicht zugänglich wären, sondern diese Journalisten sind immer hingegangen werden und geguckt, was kann ich eben herausfinden auf Basis der entsprechenden Artikel bzw. Chargen. Und Sie sehen, das geht unheimlich weit. Nicht? Also hier unten ist mal aufgemalt, dass eben natürlich die Salami zur Salami-Pizza gehört, aber hier ist dann eben auch klar, woher das Schwein kommt, das das Fleisch gegeben hat. Es ist aber auch klar, woher die Ascorbinsäure, die hier, um das haltbar zu machen, wahrscheinlich zugefügt wird, die kommt aus China. Gewürze aus China, aus Deutschland, aus Thailand, Maltodextrin aus Europa und den USA, Nitratsalze und so weiter. Bis hin, das finde ich besonders verrückt hier, es ist auch sogar bekannt, welche Bäume benutzt wurden, um das Holz zu liefern, um die Salami zu räuchern. Also selbst das können Sie nachverfolgen. Und das ist das, was man heute unter Datentransparenz versteht. Das wird eben auch erwartet, aber es ist eben auch, ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier genau dieser EU-Verordnung 128 entspricht, aber es ist mit Sicherheit nicht weit davon weg, was eben heute erwartet wird, dass wir als Logistiker und Logistiker an Informationen, nicht zuletzt in unserem Warehouse-Management-System, verwalten müssen, zur Verfügung stellen müssen oder zumindest darauf verweisen müssen. Und ich fand die Schlussfolgerung, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, der Journalisten auch sehr prägnant. Die Quintessenz lautete, und das ist ein wörtliches Zitat, Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind möglich, dank modernster Informationstechnik bis in den letzten Winkel der Erde. Und wer heute sagt, er wisse etwas nicht, er lügt, schlecht organisiert oder kriminell. Finde ich schon mal eine heftige Aussage, die sehr deutlich zeigt, wie Informationen und deren Transparenz heute bewertet werden. Schön. Ich gehe wieder zurück auf unsere Stammdaten und Artikelstammdaten. Da sind wir. Ja, und die Chargennummer ist natürlich jetzt eben sozusagen noch die harmloseste Variante, nachdem was ich Ihnen gerade als Beispiel gezeigt habe, kann man das sich gleich vorstellen. Dann ein ABC-Kennzeichen, ABC-Zonung, das kennen Sie aus anderen Vorlesungen. Eben die Zuordnung der Zugriffshäufigkeit im Allgemeinen wird darunter verstanden. Dann Stärkezeichen eines Artikels, falls zum Beispiel eine Charge gestärkt wird. Oder eben auch
ein entsprechender Artikel vielleicht reserviert wird für irgendeine Produktion oder so. Verfallskennzeichen, Restlaufzeiten, Artikelgewicht, natürlich, eigentlich müsste das viel weiter oben stehen, brauchen wir natürlich auch für unsere logistische Abwicklung. Nicht? Dann die physikalischen Abmessungen genauso und die Mengeneinheiten, hier nur ein zweites Beispiel. Ja, das soll es schon zum Artikelstamm gewesen sein. Artikelstamm sind Artikelstämme, sind heute sehr, sehr große Dateien und sind natürlich nur Bestandteile, sind ja gar keine einzelnen Dateien mehr. Diese Bezeichnung der einzelnen Stämme, Artikelstamm, Ladungsmittelstamm und so weiter, das sind noch Bezeichnungen, die aus einer Zeit stammen, als das eben einzelne Dateien waren, Textdateien teilweise noch so ganz am Anfang der Lagerverwaltung. Das sind natürlich heute Bestandteil einer großen Datenbank, aber sehr wohl eben logische Einheiten und der Artikelstamm ist der wichtigste Stamm. Datum überhaupt, kann man sagen, die wichtigsten Stammdaten überhaupt, der Artikelstamm. Ja, dann der Ladehilfsmittelstamm. Ladehilfsmittelstamm, der dient zur Speicherung und Verwaltung in der physikalischen und logistischen Parameter von Ladehilfsmitteln, so wie Sie es hier eben sehen, nicht? Palette und Behälter fällt uns jetzt sofort ein. Und wenn man gleich ein bisschen nachdenkt, dann fällt uns auch noch der Karton ein, der hier oben links abgebildet ist. Und wir brauchen natürlich hier so Stammdaten. Warum? Naja, damit wir zum Beispiel bei der Kommissionierung berechnen können, wie viel Stück von einem Artikel eben in einen solchen Behälter passen. Der dann als vielleicht als Karton sogar direkt als Versandbehälter dient. Oder wie viele Leerpaletten überhaupt zur Verfügung stehen, damit ich beim nächsten Einlagerungsprozess eben vernünftig über die Bühne bringen kann und dergleichen mehr.